Servus, Grüezi und hallo. Es geht schon stürmisch weiter mit Saints Row the Third. Letzte Runde haben wir, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben Nebenmissionen gemacht, um den größten, den Morgenbezirk zu holen, nämlich den, glaube den Morgensternbezirk. Liege ich da richtig? Was? Dein Einsatz, Maxi? Hi, ich heiße Maxi, ich bin der MC Muffix. Abonnieren, favorisieren und liken. Schleichwerbung. Und abonniert auch gleich den MC Muffix Kanal und den Basti41A1 Kanal. Oder so. Da auch richtig viel drauf ist. Hallo übrigens, ich bin der MC Muffix, wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, natürlich der Morgenstern District, das hast du gut mitgedacht, Basti. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke, Und. dass du so viel von mir hältst. Ja, ich weiß. Der Basti kann sich Namen merken. Das ist respektabel. Weil der Basti immer vorher gesagt hat: Wie heißt der Typ? Du bist so blöd! Wo bist du einfach so blöd? Rammst du mich rein? Ey, das ist ja grausig. Du bist so Soll grausig. ich vorher sterben? Ich wollte Katze-Maus-Spiel machen, aber ich krieg's nicht hin. Du bist ja so ein Penner. Ganz ehrlich. War doch Rammt richtig da geil. in mich rein. Also so kennt man den Mister solidarisch. So, ich wollte nur noch kurz Ich sagen, steig was. ein. Nein, kein Bock mehr auf dich. Du kotzt mich an. Du willst dich mit mir anlegen? Jetzt kommen wir hier wieder zacken. Wir können leider den Bezirk noch nicht erobern, da wir noch nicht irgendeine Aufgabe, wir wissen noch nicht welche es ist, noch nicht freigeschaltet haben. Scheiße, hast mich sogar getroffen. Ich hole mir jetzt hier einfach mal meinen coolen Hubschrauber, weil ich cool bin. Scheiße, ist besetzt. Basti, hast du dir gerade ein Auto liefern lassen? Oh, du gehst mir schon auf den Sack. Kann ich nicht mal einen Hubschrauber liefern? Oh, da ging aus in die Luft. Das ist schon so kacke, gell? Musst du schon zugeben. So. Bäm, stör mich nicht. Wartet. Ich muss mich ja ausrüsten hier. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier Schaden, weniger Schaden durch Fahrzeuge. So, das ist jetzt mal Hey. Ich sterbe aber gerade durch was anderes. So, wir können wie gesagt die Mission noch nicht weitermachen und deswegen werden wir jetzt erstmal die nächste Hauptmission machen. Alter, jetzt langweil mich nicht, du guckst dich gerade an. Wähl lieber die Hauptmission aus. And Johnny. Yeah. And Johnny. Listen, we're doing this for him. He'd want that, right? Hell yeah, he would. He must be pissed he's missing all this. Hold on a sec. Hey, what the fuck? Shandy? Guess again. Shandy? Wer das auch immer war, irgendjemand hat hier schon in ihrer Gewalt. Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal unsere anderen Leute hier beraten, wer oder wo sie überhaupt entführt worden ist. Ich hoffe, jetzt ruft irgendjemand an. Egal, oder? Wir können ja mal schauen. Aufdecker. Ach so. Ich glaube, Basti. Ich habe so eine Vermutung, wer das sein könnte, der sie entführt hat. Du erinnerst dich doch sicher noch. Killbane? Nee, du hast doch eine Frauenstimme gehört. Killbane ist zwar sehr feminin, aber so auch nicht. Basti, wir Ja, machen aber das. die Bandenoperation kurz fertig. Ich wollte kurz meinen Geisterfahrer voll auf Max machen. So. Immer hier Power to the Max. Also, das hat sich doch sehr. Also, wenn wir hier auch die nächste Mission, den Namen von der sehen, hat sich das doch sehr nach der Frau angehört, die eben mit dem Anführer der Stack-Einheit immer unterwegs war. Wenn du dich an diesen merkwürdigen Soldaten erinnerst. Ja, stimmt schon. Und das könnte natürlich die Frau sein. Und wenn wir hier den nächsten Missionennamen sehen, dann könnte das auch stimmen. Basti, wir gehen kurz mal in den Waffenshop. Ich glaube, wir haben schon lange unsere Waffen nochmal abgegradet. Und wir haben schon wieder drei Morgensternsterne. Ich weiß nicht, was Ich der weiß Basti noch nicht, ich macht. weiß nicht, ich weiß nicht. Du warst es. Du bist es immer. Ist das Böse. Ah, ich kann nicht mehr lenken. Basti? Mein Auto ist schon ein bisschen zu Geh sicher. einfach in Ich den komme noch Keller. schon. Wir werden sterben. Ich weiß es. Wir werden sterben. Und wer ist dann So schuld? ein Schmarrn, so ein Schmarrn, Warum? so ein Schmarrn. Hä? Warum bin ich aus dem Shop rausgeflogen? Kommt der Basti fliege ich aus dem Shop raus? So kennt man ihn. Ich bin doch noch gar nicht da. Das würde ich jetzt auch sagen. Alter, der blöde Polizist schießt auf mich. Was, ich steck einfach ein. Er sollte Bin uns doch in schon Ruhe drin. lassen. Yeah! Das sagen sie auch. So, Munition voll kaufen. So, irgendwelche Hillbilly-Musik im Hintergrund anhören. Und jetzt Waffen kurz mal verbessern. Unsere Plasma-Hover-Waffe müssen wir gar nicht verbessern. Die ist eh schon perfekt.
Den Molluskenwerfer müssen wir auch nicht upgraden. So, hier kann ich auch nichts upgraden. Die Pumpgun könnte man mal upgraden, aber die benutze ich nicht so oft. Mir fehlt 70 an Geld. Also wenn du ein paar Leute tötest, dann hast du das Geld. Mach ich ernsthaft. Ja, das, ich raub es für euch aus. Ich töte jetzt mal meine Pistole upgraden. Wenn ich sie töte oder umhau? Du musst sie töten. Explodierende Schüsse, das hört sich cool an. Und ich brauche 5000, dann kann ich meine Granaten voll upgraden. So. Also eigentlich sollten sie Geld fallen lassen. Kann auch sein, dass du ein Upgrade brauchst. Basti, geh wieder in den Laden rein. Oder wir wählen das Geld. Verbesserung? Wir schauen mal kurz. Schaden, Fahrzeuge. Sehr schön. So, ich würde sagen... Das ist eine Bandenoperation. Ich würde sagen, wir wählen jetzt einfach die nächste Mission aus. Oder Basti, bist du... Das war eine Bandenoperation. Ja, dann töte sie. So, wir können trotzdem die nächste Mission wählen. Oder Basti macht sie einfach in der Zeit alleine alle. So. Ich hoffe, Basti stirbt, während ich sie wähle. Mein Name ist Cyrus Temple. Pierce, I think we got a problem. How so? Shawnee's been taken. Taken? Taken how? I don't know. I was on the phone with her when I heard the struggle and someone else picked up her phone. You think Kilbane got her? Sounded military. Sounded like Stag. So what's the plan? Head to Image as Design. I got an idea. Is it any good? Does Bold count? With you? No. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Image as Design ist ja da, wo wir uns neu formen können, sagen wir es mal so. So, ich habe den Laden mal gekauft und nun, geh mal rein. This is the worst idea you've ever had. We can't go marching onto Stag's aircraft carrier. Why not? I look just like Cyrus, all I gotta add is a fucked attitude. What happens when you're on board? I walk in with my prisoners, they take me to the cell block, I grab Shandy and we leave. I'm sorry, prisoners? Yeah, you and Pierce. I'm bringing you in. Oh, hell no! Nah. Showtime. Das kann lustig werden. Das hört sich nett an. Was, wie wird unser Held jetzt aussehen? Oh yeah. Ich bin Cyrus, du bist nur Civi. Okay, so Civi, fahr mich. I take you prisoners to the brig where we find Shandy and get the hell off the boat. What if they just shoot us? You worry too much. warte, da ist noch Viola. So. Okay, also Basti natürlich mal wieder her. Ist das Civi, kann mich hier fahren. Basti, los! Warte! Kannst du nur zurückfahren? Bitte. Zu dem Schild? Ja. Das würde ich auch gerade nochmal lesen. Nee! Du hast ihn überfahren. Shandy ist auch Whore. Hey, was haben die gegen Shandy? Voll gemein. Ups. Dieses Stack-Ding fährt sich scheiße. Ja, Basti, ich habe irgendwie so das Gefühl, es wird nicht gut enden. Oder? Ach, wir müssen Vitol finden, das geht doch. Ja, dann. Da war schon wieder ein Schild. Basti, überfahr nicht mit Leuten mit Schild. Warte, ich will sehen. Basti, ich will nur einmal ein Schild überlesen. Weil die Schilder sind nur in die Augen. Mach ich ja mit Absicht. Schauen, die ist auch hoch. Warte, aussteigen. Warte, ich muss aussteigen, ich muss Autogramm geben. Au! Okay, doch, ich gebe doch kein Autogramm. So, Pierce, steig ein. Ja, die hupen schon. Ja, wir sind Staggern halt, was sollen die machen? So, Restricted Area. Oh, das ist der Anlage. Immer wenn wir da reingehen, haben wir sofort 5 Sterne bei Stag. Deswegen sind wir da noch nie reingegangen. Aber jetzt mit unserem coolen Kostüm können wir da reingehen. Ich natürlich ja sexy Cyrus Temple. Obwohl, ich will eigentlich gar nicht sein, weil der böse ist. Basti ist immer nur Civi. So. Was heißt denn jetzt Civi? Was? Ich bin Sturmtruppler. Es ist Sturmtruppler. So kennt man den Basti. So. Aussteigen. So. Einen Vitol finden. Ja, öffnet ihr bitte das Tor. Dankeschön. So, ich nehme hier kurz mal. Oh. Das sind aber coole Blackhawks. Ey, das sind ja die hier. Oh. Basti, ich. Willst du fliegen? Ich überlasse dir die Ehre. Ach Gott. So, ich darf oben sitzen. Ich kann schießen. Alle drin? Nee. Jo. Doch. Nee, es steigt nicht noch ein. Ja, fuck. Keep the face when you're done with it. Are you serious? Cyrus is very powerful. Ist du sicher dabei? You complained about a costume and now you want the boss to run around with Cyrus's face? It was just a suggestion. Don't get all bent out of shape. So, jetzt geht's ab, würde ich sagen, Leute. Hier ist übrigens das Nuttenboot. Das haben wir schon einige Male gesehen hier. Nochmal. So. Damit ihr es alle so mal seht hier. Basti hat's kaputt gemacht. Ich? Wenn jemand was kaputt gemacht hat, dann der Basti. So kennen wir ihn. We gotta get you two cuffed. We're almost there. This is a horrible idea. Just do it already. Look, you may be cool with wearing handcuffs, but this motherfucker ain't down with that. What's that supposed to mean? Well, you know.
You ran a prostitution ring. So clearly I'm into kink. You carry a gun. Does that mean you like to be shot? No. So how about we stop being a judgmental man-child? Okay. Wie Pierce einfach, okay, sag. So, Basti, ich würde sagen, wir landen jetzt auf dem Kreuzer und schauen, was uns dort erwartet. Next time you get to be the fucking prisoner. Quiet. Welcome back, sir. What's up? I need you to sign off on some prototypes I've been working on. Thanks for the offer, you. But I want to process these two ASAP. I can take these two down to detention for you, sir. Thanks. What the fuck, man? Don't you look at the commander? Ja, arme Pierce. Naja, ist ja nur Pierce. This way, sir. Lead on. Ich erinnere mich immer noch an das coole Intro, wo einfach so gesagt wurde, hey, und was ist mit Pierce? Scheiß auf Pierce! The prisoner holding up. Has she said anything? We haven't broken her yet. Good girl. I'm sorry, Commander. Sorry for what? No, it sounded like you said good girl. You're hearing things, soldier. I'm sorry, sir. No worries. We're cool. Thank you, Commander. Ich glaube, sie ahnt was, oder? Ein bisschen. R&D has sent a prototype for a new vehicle. A jet-propelled cycle. No shit! Sir? I mean, it better not be shit like some of R&D's inventions. No, sir. It is top quality. What else have they cooked up? They have some improvements to our tank's weaponry. Should pack more firepower. Good, 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 good. And there's also portable satchel charges for the troops. Once we get to R&D, I'll need you to sign off on two projects. Looking forward to it. Also, so fällt gar nicht auf. So ein guter Geheimagent sind wir, glaube ich, nicht, aber egal. Es geht ja nur ums Aussehen. Gehst du eigentlich so langsam? Was? Wie gehst du eigentlich so langsam? Ich tue den Stick nur leicht berühren. So was kann man halt nicht machen, wenn man nur so einen scheiß PC hat. Gamepad for the win. Ja, du fällst hier schon wieder komplett auf. So, bevor du irgendwas drückst, kannst du überhaupt was drücken? Also, geh einfach mal nach links. Okay, das ist gut. Denn da warst du jetzt schon wieder alles kaputt gemacht. Leute, wir haben jetzt hier die Wahl. Wir können uns jetzt für eine dieser drei Sachen entscheiden. Und für zwei? Ich bin mir gar nicht sicher, für zwei oder eins. Passi, hast du zugehört? Zwei hat sie doch gesagt, dachte ich. Okay, wir wählen aber trotzdem sicher erstmal das erste als wichtigstes aus. Und diese Sachen können wir dann also für uns behalten. Wir haben die Wahl zwischen dem Stag Motorrad, Prototyp eines mechanisch menschengroßen Angriffs- und Transportfahrzeugs, das dieselbe Schwebe- und Konversionstechnologie nutzt wie der Vitol. Sprengladungen, Prototyp von fernzündbaren Bomben, die mit einer speziellen adhesiven Nano... Was ist adhesiven, Basti? Du bist der Bio-Fan? Keine Ahnung. Nanobeschichtung versehen sind, wodurch sie an jeder Oberfläche haften bleiben, mit denen sie in Berührung kommen. Und schließlich noch der Stagpanzer V2, aktualisiertes Prototypmodell des Stagpanzers, das mehr Schaden verursacht, besser gepanzert ist und besser zum Töten geeignet ist. So, 2 oder 1 kommen wir jetzt nehmen. Ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, der Stagpanzer finde ich nicht so cool, die Version 2, weil wir haben schon den Panzer. Und ich meine, nein, der ist eh schon fast unkaputtbar. Und der Pixelpanzer, der ist eh geiler. Unbedingt. So, und was wollen wir als erstes? Also, Ich würde das Motorrad nehmen. Glaube ich auch. Das ist einfach geil. Oder das Fahrrad, nennt sich das. Das Fahrrad. Das fliegende Hoverfahrrad. So, und jetzt können wir doch zwei nehmen. Gut, da hatte der Basti doch gut zugehört. So, und dann wählen wir, würde ich sagen, die Sprengladung, oder? Ja, warum nicht? So, ich würde sagen, passt. Und stört hoffentlich die Stagehines nicht, wenn man das denen stehlen. So that's your name. Da hat er ihren Ausweis noch gemobst. Nicht schlecht, würde ich jetzt sagen. Wird's. Okay, Leute, nun geht's ein wenig explosiver zu, denn auch wenn wir noch unser sexy Kostüm hier haben, müssen wir jetzt uns hier durchkämpfen, denn es war nur eine Frage der Zeit, bis sie entdecken, wer wir wirklich sind. Denn auch wenn man äußerlich verändert, innerlich ist man immer ein Saints und das merken die Leute einfach, gell?
Mhm. So. So, wir laufen einfach durch, oder? Nee, komm, die machen wir alle. Basti, warum hast du eigentlich schon wieder so wenig Leben? Das frage ich mich auch. Ich verstehe gar nicht, wie du das immer schaffst. Gibt man 2 Sekunden Deckung und man hat wieder volle Leben, aber außer der Basti. Ist grausam mit dir. So, in den Panzer kann man leider nicht ansteigen. Doch. Oh. Jo, ich würde sagen, ein wenig Unterstützung, oder? So, Basti, aber die steigen jetzt auch in die Panzer ein. Warte, lass mir den anderen Panzer, den hole ich mir. Oh, ich hasse diesen Panzerfahren. Ja, das ist, die Steuerung auf dem PC, auf dem Gamepad ist auch scheiße, weil das lenkst du alles mit einem Stick, das finde ich auch schlimm. Anstatt, dass man da irgendwie so Gas gibt und so, na egal. So, okay, wir müssen hier unten rein, oh, leider können wir da unseren Panzer nicht mitnehmen. Aber für die beiden Typen reicht's noch. So, komm, bam, und weg da. So, da reingehüpft und wir sollten ja auch mal unsere Freunde rausholen. Ich weiß nicht, ich glaube, Pierce ist nicht so glücklich, dass er im Gefängnis hockt. So, aber wie wurde uns gesagt? Scheiße auf Pierce. So, ich habe jetzt hier meine coolen explosiven Kugeln. Wenn man das richtig macht, kann man sogar so dandeln, das so. Also kann man die Leute so hochwerfen. So, was ist da? Der Typ backt rum. Egal. So, Basti rettet hier unsere Freunde und nun geht's weiter. So, Tür? Ja. Oh, ich glaube, die Tür geht hier nicht mal auf. Oder? Doch, doch. Okay, Basti, ich will auch da durch. So. Basti, du kannst Pierce retten. Ich rette hier, oder? Ich gehe schon mal weiter. Ah, ja. Basti, du rettest hier nach unten, ich gehe schon mal weiter, okay? So. Wer ist denn hier? Wie rette ich den jetzt? Ja, du drückst da und da vorne ist eine Taste. Jetzt hat Kicks. Ich habe die Viola gerettet. So, irgendwo ist ja andere. So, irgendwo sollte hier noch unsere liebe nette Shawnee sein und die sollte hier sein. Ja, gut. Shawnee-Leinchen. Ups. Ja, so schlimm sehen wir doch gar nicht aus, Basti, oder? Mm-mm. So. Okay, dann auf zum Reaktorraum. Basti, wow. Basti ist irgendwo am Arsch der Welt. Ich habe keine Ahnung, wo. Oh, verdammt, wir müssen zum Basti. Noch genau da, wo du bist. Gezwungenermaßen, würde ich sagen. So, wir laufen hier einfach mal weiter. Ich glaube, auf einem Stack-Kreuzer zu sein, ist nicht so das Optimale, aber ein bisschen Bum-Bum-Kabutzel. Schöne Sprengladungen, dachte ich. Kann man nicht kaputt machen? An so einem Reaktor, würde ich sagen, ist eigentlich ganz attraktiv. So. Basti, warte. Komm, Basti. Bang! Oh. So, die Granate war nicht so gut geworfen. Meine war schon viel besser. Ja. Es hat gereicht, um hier 3 von den Typen zu töten. So, wir beeilen uns einfach mal, kacken auf unsere Teamkollegen, die werden schon irgendwie kommen, hoffentlich. Oder auch nicht. Oh, das ist ein Snipper. Snipper. So, natürlich unser Pierce. Keine Ahnung, aber Filme. So, ich habe den einen Sniper. Oder auch nicht. Die kann man nicht mal greifen, dieser. Alter! Basti, warst du das gerade? Nein. Da hat irgendwas mit einer Rakete auf mich geschossen. Nein. Ja. So, dann zerstören wir mal den Reaktor hier. So, hab ich doch gerne gemacht. Wir sollten hier vielleicht weiter. Flüchte! Ich brenne schon wieder. Ich auch, danke. Ich war das nicht! Lauf! Nimm Pierce und lass uns leben! Nimm Maxi und lass mich leben. Das hättest du wohl gerne. Aua. Arsch. 42! Mann. 42! Ah! Alle da kommen ein paar zu viele. Hä, was hab ich gerade gemacht? Hä? Kaputt. Mein Charakter hat sich irgendwie so merkwürdig umgedreht. Egal! So, wir laufen einfach weiter. 228, 227, geh mal aus dem Weg! So, ich habe jetzt meinen Molluskenwerfer, jetzt mache ich die alle. Molluskenwerfer, leg los! Bam! Oh Mann! Das war der Molluskenwerfer for the win, würde ich mal sagen. So, hatte ich jetzt einen schwarzen Bildschirm? Das passiert, wenn du dich irgendwo hinbackst. Aua! Ich bin in eine Sprengladung gelaufen. Lauf! Ignorieren! Lass mich in Ruhe! Oh. Okay, Basti, wir sollten mal schnell in so eins von diesen Hover-Dinger einsteigen. Basti, du nimmst hier ein vorderes. Oh, okay, den nehmen wir uns eindeutig nicht mehr. Ich will den Vitol! Wieder kaputt ich will den Vitol! Ich hab den nicht kaputt gemacht.
Das sind die Sprengladungen, die hier über rumliegen. Basti, ich nehme den Vitol. Du scheiß Vitol! Okay, ich glaube, wir können kein Vitol mehr nehmen. Dann nehmen wir halt das Ding. Schau, Basti. Lauf! One's going in the book. We might have overdone it. Now we can focus on Kilbane. What about Stag? We just blew up an aircraft carrier. What else could they throw at us? You knew it would come to martial law, didn't you? I knew the Saints. How did Mayor Reynolds react? They'll fall in line. They all will. Keep me updated, Commander. Of course, ma'am. Sir, the commandos are en route. We'll have the whole city locked down in 72 hours. Outstanding. Thank you, Kia. Permission to speak freely? It's about damn time we took off the kid gloves. Two little words, Kia. Shock and awe. Mein Name ist Cyrus Temple. Geschafft. Oh, hey, lustig. So, ich glaube, wir haben jetzt noch ein bisschen größere Probleme, aber dafür bekommen wir richtig viel Kohle, saumäßig viel Respekt. Die Sprengladung haben wir bekommen und das Fahrzeug, das Stadtbike. Nicht schlecht, aber Leute, ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. Bis jetzt haben sie sich noch ein wenig zurückgehalten, unser Stack-Freund, aber jetzt... Naja, Zurückhaltung ist gut. Ja, also außer so ein paar Panzer. So, titanische Bemühungen geschafft und ich würde sagen, ich pack mich... Basti, bist du in dem Flugplatz? Oh, achso, hä, willst du den... Also ist es deiner? Ja, steig ein? Nee, der stand da gerade so rum. Okay, dann schenke ich ihn dir. Weil ich möchte jetzt ganz kurz hier das Jetbike noch... Warte, ich möchte aber kurz... Achso, ich habe das Jetbike an sich eh schon, aber egal. So. Hä? Achso, parken wolltest du das Ding. Ja, oder? Hab schon. Achso. So, dann, das Ding ist ja eh cool. So. Ja, oh, Alter! Noch nicht mal was gemacht, sondern schießt schon auf mich die Huren. Ja! Ich bin tot, oder? Lebe ich noch? Ich weiß es nicht mehr. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut und im nächsten Part zerlegen wir Steve Potter noch ein wenig weiter. Ich schwinge mich mal wieder auf meinen Harry Potter Besen und mache sie alle fertig. Bis zum nächsten Mal, euer Damsimafax und... Basti!